endlich offen. Nach fünfjähriger Bauzeit ist es soweit. Das Daimler-Benz-Areal hier am Potsdamer Platz ist so gut wie fertig. Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserer Live-Übertragung der feierlichen Eröffnung dieses neuen Stadtquartiers mit Bundespräsident Herzog und vielen prominenten Gästen. Ich stehe hier übrigens auf dem auch neuen Marlene-Dietrich-Platz vor dem neuen Musical-Theater und dem neuen Spielcasino, wo die Spielbank Berlin eingezogen ist. Neu ist heute hier eigentlich alles. Der neue Stadtteil ist entstanden auf einem Gelände, das 50 Jahre lang Niemandsland war. Dieser Potsdamer Platz wurde jetzt erst wieder aus dem jahrzehntelangen Tiefschlaf gerissen. Und heute, man kann es deutlich spüren, herrscht so etwas wie Gründerzeitstimmung. Man merkt, dass hier ein Stück neues Berlin entstanden ist. Ab 14 Uhr werden hier 120 Geschäfte öffnen, vor allem in den Potsdamer Arkaden, einer Ladenstraße, die sich quer über das ganze neue Gelände zieht. 10.000 Menschen werden hier künftig arbeiten und 100.000 Besucher werden täglich hier in diesem neuen Stadtviertel erwartet. So langsam werden auch die 609 Wohnungen, die es hier gibt, bezogen. Es ziehen hier Menschen ein, damit das Ganze ein lebendiges Stadtquartier wird. In der kommenden Stunde werden wir Sie darüber informieren, was hier passieren wird, aber auch über die Geschichte des Potsdamer Platzes. Und den hat für Sie Christian Walter zusammengefasst. Möge dieses Bauwerk seinen Benutzern Glück und Freude bescheren. Möge es zum Symbol des Aufbruchs dieser Stadt in eine glückliche Zukunft werden. Das war die Wende. Grundsteinlegung für das Debes Center, Oktober 94. Da sah die Gegend ungefähr so aus. Was schon deutlich besser war als so, als nämlich 28 Jahre lang die Mauer den Platz teilte. Zuerst provisorisch, dann immer perfekter. Moderne Grenze hieß das in der DDR und antifaschistischer Schutzwall. Doch das hat den Platz nicht berühmt gemacht. Es sind die 20er Jahre, denen er seinen Ruf verdankt, als dies der angeblich verkehrsreichste Knotenpunkt Europas war, als Droschken und Straßenbahnen und hastende Fußgänger um die Ecken wieselten. Man traf sich im Café Josti, amüsierte sich im Haus Vaterland, verließ die Stadt am Potsdamer Bahnhof. Der Krieg hat vieles zerstört, vielem aber gab erst die Nachkriegsstadtplanung den Rest. Eine Einöde am Rande der westlichen Welt. Erst kurz vor der Wende wiederentdeckt und vom Daimler-Konzern relativ günstig erworben. Und dann, Weihnachten 1989, fällt auch hier die Mauer. Plötzlich ist der Potsdamer Platz wieder Mittelpunkt der Stadt, der eine entsprechende Architektur verlangt. Wettbewerbe werden ausgeschrieben, die internationale Architektenelite beteiligt sich, Jurys tagen und schließlich wird Renzo Piano zum Chefarchitekten des Debes-Geländes. Nun fällt nur noch ein Haus, ein Nachkriegsbau, der Bellevue Tower. Und dann geht's los. Die Fundamente werden von Bautauchern gelegt, damit nicht durch Grundwasserabsenkungen der Tiergarten gefährdet wird. Gebaut wird bei Tag und bei Nacht. Es war, als hätte Reuter gesagt, ihr Völker der Welt baut in meiner Stadt. Polen saßen auf den Kränen und Portugiesen flochten den Stahl. Engländer gossen den Beton und Deutsche führten das Kommando. In oft atemberaubender Geschwindigkeit wuchs der Komplex und wurde noch als Baustelle zum Magneten für Schaulustige. Ganz fertig ist der Platz auch jetzt noch nicht, zumal die Nachbarn Sony und ABB noch weit zurückliegen mit ihren Bauten. Aber fertig, richtig fertig, wird so ein Platz ja wohl nie. Beginnt der offizielle Festakt zur Eröffnung dieses neuen Stadtquartiers in der Mitte Berlins zwischen Ost und West, wie viele sagen, ein Scharnier, das Berlin zusammenbringt, zusammenwachsen lässt. Eine neue Stadt,
in 5 Jahren entstanden. Und auf dem Marlene-Dietrich-Platz haben sich die Gäste jetzt versammelt. Es laufen noch einmal die Bilder aus den 5 Jahren Bauzeit. Hier ist ja wirklich viel bewegt worden. Tausende von Tonnen Aushub, Tausende von Tonnen Beton, aus denen dann diese neue Stadt erwachsen ist. Hier waren einmal Baggerseen, 22 Meter tief, Bautaucher, die aktiv waren. Und dann ist der Beton in die Höhe gewachsen. 19 neue Gebäude sind entstanden, 10 neue Straßen, 12.000 Quadratmeter Wasserfläche. Ja, sie gehörten zu den Helden des Potsdamer Platzes, die Bautaucher. Seit über einem Jahr sind sie schon abgezogen. Bilder, die längst der Vergangenheit angehören. Dieser Platz hat sich ja täglich verändert. Und Debis hat es verstanden, schon während der Bauphase die Berliner an den Platz zu führen. Es gab mehrere Baustellen im Sommer mit großen Akteuren, Aktionen. Und so haben wir uns langsam an diesen Platz gewöhnt, wie er sich verändert. Dies sind Bilder vom Richtfest. Daniel Barenboim hat hier 60 Kräne dirigiert, das Ballett der Kräne. Und während dieser Tage der offenen Tür hatte Berlin Gelegenheit, schon mal zu schnuppern und mitzuerleben, wie der Platz wächst und wächst und wächst. Heute also heißt es Vorhang auf. Nach 50 Jahren, ja, quasi Stillstand. Einöde ist in den letzten 5 Jahren Gigantisches entstanden. Da haben wir gerade die Kuppel des IMAX-Kinos gesehen. Dieses 360-Grad-Kino, was unter einer ganz neuen Kuppel entstanden ist. Zunächst wurde Kunststoff gegossen und auf diesen Kunststoff, auf diese Bubble, dann der Beton. Das Weinhaus Hut in der Mitte, das einzige alte Gebäude am Potsdamer Platz, was stehen geblieben ist. Ein neuer Stadtteil, eine neue Mitte für Berlin auf historischem Terrain, auf altem Pflaster, gebaut von der Debis, einem Tochterunternehmen der Daimler-Benz AG. Renzo Piano, der Architekt, hier rechts gerade im Bild gewesen, der mit internationalen Architekten den Masterplan entwickelt hat. Ein neuer Stadtteil, der immer Schlagzeilen gemacht hat. Und auch heute ist die internationale Presse aus aller Welt zu Gast. Aus rund 46 Ländern. 1000 Journalisten, die mit dabei sein wollen, wenn ein neuer Stadtteil in Berlin eröffnet wird. Ja, und unter diesem Stern steht dieser Stadtteil. Aber es ist ja nicht Daimler Town der einzige Stadtteil. Nebenan entsteht Sony City und ABB Tirreno nebenan baut auch noch. Also ein Stadtteil, der sich ausweiten wird, der wachsen wird. Mit dieser Eröffnung wird nur ein erster Schritt gemacht in die Zukunft. Debis ist allerdings als erstes fertig geworden. Das Cinemax, das Hyatt Hotel, die Spielbank, das neue Musical-Theater, das sind wichtige Bestandteile dieses Stadtteils. Ein Stadtteil, der sich hoffentlich nicht nur durch schöne Architektur auszeichnet, sondern später auch mal durch Leben. Aber das wird sich erst zeigen, ob diese neue Mitte dann auch angenommen wird.
Zu Beginn spielt jetzt das Orchester der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von Eberhard Schöner. Ja, Sie haben es gerade gehört. Und zwar spielt das Orchester der Komischen Oper die italienische Symphonie, daraus den ersten Satz. Eberhard Schöner ist der Dirigent. Allegro vivace più animato von Felix Mendelssohn Bartholdy, der hier am Potsdamer Platz gelebt hat. Und nachdem auch der neue U-Bahnhof Mendelssohn Bartholdy Park benannt wurde. Seit dem ersten Spatenstich hat es 5 Jahre gedauert, bis der Potsdamer Platz, der neue Potsdamer Platz in seiner jetzigen Form entstand. Da ist ja wirklich Enormes geleistet worden in dieser Zeit. Vielleicht ein paar Zahlen: 2,3 Millionen Tonnen Erdaushub, 520.000 Kubikmeter Beton und es haben hier 4.000 Bauarbeiter aus 52 Nationen gearbeitet. Das Ganze ging rasant, unheimlich schnell und der SFB hat diese Phase, diese 5 Jahre Bauphase beobachtet mit einer Kamera die ganze Zeit über und wir zeigen Ihnen jetzt in etwas mehr als 2 Minuten, wie diese 5 Jahre im Fluge vergangen sind. Thank you.
Ja, und nun ist es fast fertig, zumindest die Daimler City. 4 Milliarden hat Daimler hier am Potsdamer Platz investiert. Genauer gesagt die DEBIS. Und DEBIS steht für Daimler-Benz Inter-Services AG. Das ist eine Unternehmensgruppe, eine Tochter der Daimler-Benz, die Versicherungen, Handel, Immobilien, Telekommunikation und Mediendienste betreibt. Ein Unternehmen, was stetig gewachsen ist und Milliardenumsätze macht. Das Orchester der Komischen Oper mit Mendelssohn Bartholdys italienischer Symphonie, dem ersten Satz, und dirigiert hat Eberhard Schöner. Der Festakt beginnt jetzt mit einer Rede von Dr. Manfred Gens, Mitglied des Vorstandes der Daimler-Benz AG und im Vorstand dieses Unternehmens verantwortlich für das Potsdamer Platzprojekt. Sie haben es gehört, Manfred Gens, der aus Stuttgart kommt und im Vorstand der Daimler-Benz AG ist. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, Frau Kommissarin, Madame Cresson, Exzellenzen, verehrte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen des Hauses Daimler-Benz begrüße ich Sie sehr herzlich hier auf unserem Potsdamer Platz. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen gemeinsam die Eröffnung dieses neuen Areals feiern können. Viele von Ihnen waren unsere Gäste schon bei der Grundsteinlegung im Oktober 1994. Heute, nach nur 4 Jahren Bauzeit, sind wir hier, um die neuen Straßen, die neuen Plätze und fast alle der 19 Gebäude der Berliner Öffentlichkeit zu übergeben. Ein neuer Potsdamer Platz steht den Berlinerinnen und Berliner wieder zur Verfügung. Gestatten Sie mir einige persönliche Worte. Ich bin hier in Berlin aufgewachsen und habe hier studiert. Ich habe sehr bewusst die Nachkriegszeit, den 17. Juni, den Mauerbau miterlebt. Und wie so viele Berlinerinnen und Berliner konnte ich die Teilung der Stadt, diese stufenweise Zerstörung, die Verödung des alten Zentrums nie hinnehmen. Sie sind stets ein Stachel im Fleisch geblieben. Einsamkeit und Verlorensein waren mit dem Namen Potsdamer Platz nach dem Krieg verbunden. Doch heute können wir sagen, dies ist endgültig vorbei. Hier ist wieder ein Ort der Betriebsamkeit und des großstädtischen Lebens entstanden. Wir haben beim Potsdamer Platz schwierige Stadien der Planung und der Umsetzung erlebt. Das Projekt hat von allen Beteiligten unendlich viel Mühe und Einsatz und Arbeit abverlangt. Ich glaube, ich kann sagen, dass jeder, der hier mitgewirkt hat, sein Bestes gegeben hat. Und ich hoffe, jeder kann, so wie ich, sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich dabei sein konnte und meinen Teil habe dazu beitragen dürfen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, anspruchsvolle Architektur, menschliche Stadtgestaltung, ökologische und ökonomische Ziele miteinander sinnvoll und ausgewogen zu verbinden. Und wir haben ein Versprechen abgegeben.
das Versprechen, die Lücke im Herzen von Berlin, so rasch es eben ging, wieder zu schließen, um Leben rund um die Uhr an den alten, den neuen Potsdamer Platz zu bringen. Was wir dazu tun konnten, haben wir getan. Jetzt ist es an den Nutzern, an den Besuchern, an den Berlinerinnen und Berlinern, das alte, neue Stadtquartier anzunehmen und wieder mit Leben zu erfüllen. Uns war die historische Dimension dieses Ortes immer bewusst. Und wir wollen auch die Eröffnung des neuen Potsdamer Platzes in diesem Bewusstsein feiern. Wir hörten zu Anfang den ersten Satz der italienischen Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy. Wir haben diesen Komponisten sehr bewusst gewählt, denn er lebte einige Schritte von hier entfernt am Leipziger Platz Nummer 3. Aber, meine Damen und Herren, natürlich ist die italienische Sinfonie auch eine Referenz an unseren Architekten Renzo Piano. Wenn Sie sich umsehen, erinnern die großformatigen historischen Schwarz-Weiß-Fotos an die Maueröffnung und an die Zeit Anfang dieses Jahrhunderts. Insgesamt 22 dieser historischen Bilder haben wir in den letzten Wochen an die Fassaden der neuen Gebäude gehängt. Und so ist eine Zeitreise entstanden vom Anfang des Jahrhunderts über den Krieg, die Nachkriegszeit, den 17. Juni, den Mauerbau bis hin zur Maueröffnung. Dies alles dürfen wir nicht vergessen, wenn wir heute den neuen Potsdamer Platz eröffnen, als Symbol einer neuen gemeinsamen Zukunft, einer Zukunft, die die Unterscheidung zwischen Ost und West nicht mehr kennt. Marianne Hoppe, Anna Thalbach und Friedrich von Thun werden mit ihren Rezitaten an die Geschichte des Potsdamer Platzes erinnern. Für diesen Festakt hat Eberhard Schönherr, der Dirigent, verschiedene Musikstücke komponiert, so auch das Lied vom Potsdamer Platz, das wir heute zum ersten Mal hören werden, vorgetragen von den Tölzer Sängerknaben und von den Berliner Prinzen. Sie alle können sich im Anschluss bei einem kurzen Rundgang, der von Bundespräsident Herzog eröffnet wird, ein Bild von diesem neuen Potsdamer Platz machen. Es wird Ihr erster Spaziergang auf dem neu eröffneten Areal sein. Und ich hoffe sehr, es werden noch viele, viele Besuche, viele Spaziergänge hier an diesem neuen Ort stattfinden. Mein persönlicher Dank gilt allen am Bau Beteiligten. Alle haben wirklich Außerordentliches in ungewöhnlich kurzer Zeit geleistet. Ich wünsche Ihnen, verehrte Gäste, viel Vergnügen bei der Eröffnung dieses neuen Stadtquartiers. Ja, Manfred Genz, soweit. Noch etwas Italienisches sei hinzuzufügen, außer dass Renzo Piano der führende Architekt hier war. Auch die Architektur bzw. die Verkleidung, die Terrakottafarben erinnern an Italien. Hildegard Knef sollte eigentlich jetzt hier auftreten, aber sie ist erkrankt und an ihrer Stelle tritt Marianne Hoppe, auch eine große Schauspielerin. Sie zitiert jetzt Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet von Sarah Kirsch. Erst einmal an Hildegard Knef. Liebe Hilde, eigentlich solltest du hier stehen. Wir alle grüßen dich mit unseren besten Wünschen. Sarah Kirsch. Naturschutzgebiet. Die weltstädtischen Kaninchen hüpfen sich aus auf dem Potsdamer Platz. Wie soll ich angesichts dieser Wiesen glauben, was mir mein Großvater gesagt hat? Hier war der Nabel der Welt, als er in jungen Jahren mit seinem Adler ein schönes Mädchen chauffierte.
So. So, nach Marianne Hoppe ist jetzt eine Rede von Renzo Piano, dem Architekten, vorgesehen. Und so wird es auch sein. Unter seiner architektonischen Gesamtleitung wurde das Daimler-Benz-Projekt Potsdamer Platz geschaffen. Thank you. Thank you for your words, Manfred. I have to thank Daimler-Benz for the most extraordinary experience of work and cooperation I ever got in my life. It was really unique. I also have to thank the city of Berlin. I have to thank the other architects. It was a wonderful cooperation altogether. A member of my office, of course, my associates, and the more than 10,000 workers that we got on this site. It was really a great adventure. So thank you, everybody. It was a great adventure, and you know, this was a black hole left over by the war. This was probably the only black hole was lost left by the war in Europe. Normally today in the cities you have black holes left by industry, but you know, this was really a post-war site postponed by the perversion of politics by 50 years. Ja, da es offensichtlich keinen Simultanübersetzer gibt, werde ich ganz kurz zusammenfassen, was Renzo Piano bisher gesagt hat. Er hat zunächst einmal sich bedankt bei Debis, bei Daimler-Benz, bei der Stadt Berlin, bei den Architekten, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Für ihn ist das eine große Herausforderung gewesen. Er bedankt sich für die hervorragende Kooperation. Und hier haben immerhin in der gesamten Bauzeit 10.000 Arbeiter, Architekten, Baustellenleiter, Projektleiter zusammengearbeitet. Das war für ihn eine riesige Erfahrung. Es war für ihn auch ein Abenteuer. Ein Abenteuer auch deshalb, weil er eine große Chance bekommen hat, hier eine Lücke zu schließen. Eine Lücke, die die Politik, die der Krieg hinterlassen hat, nicht weil eine Industriesprache gefüllt werden müsste, sondern weil hier inmitten einer großen Stadt eine Lücke zu schließen war. Das war für ihn Abenteuer und Herausforderung zugleich. This piazza where we are, this place, is where in this city, in this fragment of city, everything meet together. This is where sacred and profane meet. The theater, the new entrance to the library one day, soon I hope, from here, the casino, the hotel, residence, IMAX, shops, business, everything together, sacred and profane. And the piazza is in the city, everyday city, the center of life, is the meeting place. A place is where difference meet, is where experience melt, contaminating each other. Piano sagte, hier in dieser neuen Mitte sollen sich alle treffen, in dieser neuen Stadt, wo das Casino, das Theater, das Hotel, die Kinos, die Geschäfte dafür sorgen sollen, dass es lebendig wird, dass sich Menschen hier treffen, hier arbeiten, hier leben. Und die Mitte wiederum dieser Stadt in der Stadt soll die Piazza werden, die er geschaffen hat. Die Piazza dort, wo gerade der Festakt stattfindet, der Marlene-Dietrich-Platz. Watch nostalgia. Nostalgia will be soon one probably the most diffused disease in the whole Europe. If we keep going like that. It's a great thing, but I think we have to watch nostalgia. This is the paradox of Berlin. Berlin is suspended somewhere between the desire to remember and the desire to forget. The desire to forget was the one creating the desert here. Of course, the bomb demolished Potsdamer Platz, but actually the desert was made by the desire to forget. That is understandable.
So we were left with the desert and ghosts flying around. Nothing else. Er sagte, paradox sei es, dass Berlin auf der einen Seite den Wunsch immer gehabt habe, sich an die Vergangenheit, an das Nostalgische zu erinnern, auf der anderen Seite auch immer den Wunsch gehabt habe, zu vergessen. Und der Potsdamer Platz sei zwar durch die Bomben zerstört worden, aber letztendlich auch an die Seite geschoben worden durch das Vergessen und jetzt durch diese Bauphase, durch das neue Entstehen hier wieder in den Mittelpunkt der Stadt gerückt. The Blue Angel up there with her navigated experience will be of great help and inspiration. Dankeschön. Also der Potsdamer Platz, ein Ort, eine neue Mitte. Ein neuer Stadtteil der Inspiration. Und jetzt kommt der Schauspieler Friedrich von Thun und er wird rezitieren als eine Würdigung von Walter Rathenau die schönste Stadt der Welt. Was die Berliner betrifft, so weiß ich nicht genau, ob es keine mehr oder noch keine gibt. Ich glaube, die meisten Berliner sind aus Posen und die übrigen aus Breslau. Das alles hindert nicht, dass die Stadt Anerkennung findet. Der Engländer schätzt unsere breiten, freundlichen Straßen mit den sauber getünchten Häusern. Dem Franzosen gefallen die bunten Ketten, der Trambahnwagen und die schneidigen Schutzleute. Und der Russe liebt die anmutigen Gemüsegärtlein, in die wir alle öffentlichen Plätze zu gestalten wissen. Ein Mann aus Chicago nahm eine Probe unseres Straßenpflasters mit und erklärte Berlin für einen reizenden Sommeraufenthalt. Und ein großer amerikanischer Erfinder sagte, I didn't stop at Cologne. I don't care for old things. Und fügte hinzu, wir seien im Begriff, Philadelphia zu überflügeln. Wir sind Menschen, also Lobeserhebungen nicht unzugänglich. Darum weitet sich unser Herz. Und unsere Kehlen stimmen in den Kehrreim ein, der von der Stätte der edelsten Kunst zu uns herniederklingt. Berlin wird doch noch einmal die schönste Stadt der Welt. Walter Rathenau, 1902. Walter Rathenau, der ehemalige Außenminister in der Weimarer Republik. Wir begrüßen jetzt den regierenden Bürgermeister. Und jetzt kommt Eberhard Diepgen. Eberhard Diepgen, der ja schon häufig hier am Potsdamer Platz zu Gast war, beim ersten Spatenstich, bei der Grundsteinlegung, beim Richtfest, bei der Einweihung der Diebeszentrale und jetzt halt bei der Eröffnung des Stadtquartiers. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen möchte ich aber alle Berlinerinnen und Berliner aus Posen, aus Breslau, aber vor allen Dingen aus Schwaben begrüßen. Wir Berlinerinnen und Berliner sind an diesem Tag stolz. Wenn man sich umsieht, in nur 4 Jahren ist dieses neue Stadtzentrum entstanden. Ein neues Kraftfeld, das die Stadt zusammenbindet. Ein Kraftfeld, das entstanden ist auf dem ehemaligen Todesstreifen. Hier ist für viele Berlinerinnen und Berliner so etwas wie ein Wunder geschehen. Und es war in der Tat eine wirkliche Vision, als im Jahre 1989 Edzard Reuter die Idee entwickelte, hier damals noch unmittelbar an der Mauer ein neues Zentrum für Daimler, für Debes entstehen zu lassen. Und ich möchte mich heute bei allen bedanken, die diese Vision zu einer Wirklichkeit haben werden lassen. Bei all den Architekten, bei den Leuten vom Bau, bei den Tauchern, die die Grundsteine hier mitgelegt haben. Und ich möchte mich bedanken bei dem Unternehmen Daimler, denn hiermit verbindet sich ein Bekenntnis zur Zukunft der Stadt Berlin.
Dabei erinnere ich auch an das Datum 2. Oktober. Eben ist Rathenau zitiert worden. Ich will den 2. Oktober 1902 in einem anderen Zusammenhang noch nennen. Am 2. Oktober 1902 ist Mercedes, die erste Produktion von Mercedes hier in Marienfelde, gegründet worden. Das war vielleicht möglicherweise für Mercedes ein bisschen neben der heutigen Geschichte oder Darstellung der Geschichte eben eine Berliner Gründung. Ganz oben hier im Norden und nicht in Schwaben, nicht in Baden-Württemberg. Aber, meine Damen und Herren, die Verbindung der 2. Oktober 1902 und heute, das ist Produktion und das ist Dienstleistung. Das ist Tradition und das ist Zukunft. Das ist das, was Berlin auch für die nächsten Jahrzehnte ausmacht. Eine Stadt mit Zukunft, mit neuen Arbeitsplätzen. Und an diesem Potsdamer Platz wird auch deutlich, dass hier zusammengefügt wird, dass eine Brücke gebaut wird, so wie die Stadt auch eine Brücke sein möchte zwischen Ost und West, nicht nur hier in Berlin, sondern in Deutschland und in ganz Europa. Ich bin ganz sicher, dieser Platz ist jetzt gewachsen, jetzt muss zusammenwachsen, jetzt muss dieser Platz angenommen werden. Es wird sicherlich noch eine interessante Architekturdiskussion auch in der Zukunft geben, weil hier auch nicht nur die Brücke symbolisiert wird, sondern auch die Vielfalt der Stadt in der Architektur wie in dem Angebot am Potsdamer Platz selbst. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgewirkt haben. Und die Berlinerinnen und Berliner, aber vor allen Dingen auch die Gäste der Stadt rufe ich auf, nehmen Sie dieses neue Kraftzentrum der Stadt an. Hier ist Lebendigkeit. Ich bin sicher, die Berlinerinnen und Berliner werden ihren Stolz über dieses Kraftzentrum, über diesen neuen Stadtteil überall auch lauthals verkünden. Vielen Dank. Ja, der regierende Bürgermeister erwähnte auch Edzard Reuter, der quasi als Vater dieses neuen Stadtquartiers hier gilt. Allerdings ist er ja nicht eingeladen worden, was vielleicht mit der Veröffentlichung seines Buches zu tun hat, Schein und Wirklichkeit, wo er mit der Daimler-Benz AG und mit einigen aus dem Vorstand nicht gerade schön abrechnet. Jetzt rezitiert Anna Thalbach. Ich ziehe den Potsdamer Platz vor, weil da das meiste Leben ist. Und Leben ist nun mal das Beste, was eine große Stadt hat. Und wenn ich mich da morgens ins Fenster lege, links und rechts ein Sofakissen unterm Arm und die frische Winterluft kommt so vom Halleschen Tor her und ich habe dann so Café Bellevue und Josti vor mir, Josti mit dem Glasvorbau, wo sie schon von früh an sitzen und Zeitung lesen und die Pferdebahn und Omnibusse kommen von allen Seiten heran. Und es sieht aus, als ob sie jeden Augenblick ineinander fahren wollten und die Blumenmädchen dazwischen. Und in all dem Lärm und Wirrwarr werden dann mit einmal Extrablätter ausgerufen. Ja, Kinder, wenn ich das so vor mir habe, da wird mir wohl. Da weiß ich, dass ich mal wieder unter Menschen bin und darauf mag ich nicht gern verzichten. Vielen Dank. Anna Thalbach rezitierte Theodor Fontane. Anna Thalbach, die Tochter von Katharina Thalbach, aber das ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Jetzt kommt Jürgen Schrempf. Der Daimler-Benz AG, Jürgen Schrempf. Vorsitzender des Vorstandes. Der Mann, der Edzard Reuter abgelöst hat. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr regierender Bürgermeister, sehr geehrte Madame Cresson, Exzellenzen, verehrte Gäste, liebe Berlinerinnen und Berliner, und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor 9 Jahren haben die Berliner die Mauer mit Hammer und Meißel zerstört, um diese Stadt zu vereinen. Vor 8 Jahren haben die Deutschen und Europäer die Teilung ihres Landes und ihres Kontinentes überwunden. Vor 4 Jahren
hat Daimler-Benz hier am Potsdamer Platz den Grundstein gelegt, haben wir versprochen, uns als Investor für diese Stadt zu engagieren. Und heute lösen wir unser Versprechen ein. Wir feiern den neuen Potsdamer Platz. Berlin erhält seine alte Mitte zurück. Dort, wo noch vor wenigen Jahren Leere war, dort, wo die Narben der Geschichte unübersehbar waren, setzt Daimler-Benz ein Signal. Ein Signal für das neue Berlin, für ein Land im Umbruch, für einen Kontinent, der sein Gleichgewicht wiedergefunden hat. Kaum ein anderer Ort ist dafür besser geeignet als der Potsdamer Platz. Er war einst der verkehrsreichste Platz Europas. Er stand für Fortschritt und Optimismus. Er war Symbol für die Teilung unseres Kontinents, aber auch dafür, wie Menschen mit ihrem Willen und ihren Wünschen unmöglich Geglaubtes erreichen können. Und er steht heute für ein neues Lebensgefühl, ein weithin sichtbares Zeichen für die Zusammenführung des Zerrissenen, für die moderne, weltoffene Stadt der Zukunft des 21. Jahrhunderts. Deshalb ist der heutige Tag mehr als nur eine Einweihung. Er bedeutet an diesem speziellen Ort die Versöhnung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Berlin und Daimler-Benz, diese Verbindung hat immer gehalten, jenseits aller Zeitläufe und Moden um diese Stadt. Unser Unternehmen hatte immer mehr als nur einen Koffer in Berlin. Es wurde schon gesagt, vor 96 Jahren wurde unser Werk Berlin-Marienfelde gegründet und ist damit das älteste produzierende Werk von Daimler-Benz. Und seither waren wir hier geschäftlich engagiert. Noch vor dem Fall der Mauer haben wir entschieden, dass Berlin Sitz unserer Dienstleistungstochter Debis werden soll. Daimler-Benz, meine Damen und Herren, hat in der Vergangenheit zu Berlin gestanden und wird es auch in der Zukunft tun. Und Sie wissen um die Veränderungen, vor denen unser Unternehmen steht. Mit dem Zusammenschluss von Daimler-Benz und Chrysler entsteht eine Welt-AG. Und manch einer unter Ihnen wird sich fragen, was von unserem Engagement in Berlin und Deutschland bleiben wird. Warum soll sich ein künftig noch stärker international ausgerichtetes Unternehmen in der alten, neuen Hauptstadt Berlin einsetzen? Unsere Antwort: Daimler-Benz und künftig Daimler-Chrysler stehen nicht nur für eines der profitabelsten und innovativsten Transportverkehrs- und Automobilunternehmen im 21. Jahrhundert. Unser Unternehmen steht ebenso für ein Höchstmaß an sozialer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement. Daimler-Benz ist ein guter Mitbürger überall dort, wo wir präsent sind. Wir werden auch als globales Unternehmen kein heimatloses Unternehmen sein. Wer global handelt, braucht nationale Traditionen, die prägend sind für eine Unternehmenskultur. Unsere Marken wie Mercedes-Benz werden auch immer mit den Werten unserer Herkunft verbunden sein. Und aus dieser Verantwortung erwächst die Verantwortung von Daimler-Benz für unseren leistungsfähigen Standort, für unser Land und natürlich für Berlin. Daimler-Benz hat eine Vorstellung von der Zukunft Berlins. Hier an diesem Ort gibt es weder Ost noch West. Nicht nur das Projekt Potsdamer Platz, sondern ein Projekt Deutschland, ein Projekt Neues Europa. Wir wollen ein Berlin, das eine Seele hat. Und wir wollen ein Berlin, das sich seiner Brückenfunktion für die jungen Demokratien Mittel- und Osteuropas bewusst ist. Daimler-Benz will den Potsdamer Platz als ein Beispiel, wie wir unseren Städten wieder Gesicht und Gewicht geben können. Unüberschaubarkeit, der Verlust von Zusammenhalt bei den Bürgern sind häufig zu hörende Beschreibungen für moderne Städte. Dem sind wir begegnet. Der Potsdamer Platz ist ein Angebot zum Gespräch, auch zwischen Unternehmen und Gesellschaft. Offene und klare Strukturen, die Vielzahl der Plätze machen die Stadt wieder begehbar. Die Menschen
die hier leben und arbeiten, können ihre Stadt neu erleben. Wir wollen die Versöhnung von Mobilität, Verkehrsplanung und Lebensqualität in einer Metropole. Für Daimler-Benz ist Mobilität heute nicht mehr einseitig am Automobil ausgerichtet. Der Potsdamer Platz zeigt, wie verschiedene Verkehrsmittel, Verkehrskonzepte und neue Technologien für die Menschen sinnvoll zusammengeführt werden können. Und damit werden die Städte wieder lebenswerter. Uns ist klar, Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern sichert den Menschen ein Stück Freiheit und Individualität. Eine unabdingbare Voraussetzung für den Aufbruch unserer Gesellschaft in das nächste Jahrhundert. Damit ist der Potsdamer Platz der eigentliche Platz der Zukunft. Jedes Gebäude steht für die Wirkung von Ideen, für die Leistung gemeinsamer Anstrengungen. Daimler-Benz hat strikt den Zeitrahmen eingehalten und mit der logistischen Organisation, wie wir meinen, neue Maßstäbe gesetzt. In 4 Jahren ist es uns gelungen, ein Viertel mit 19 Gebäuden, 10 Straßen und dem Marlene-Dietrich-Platz zu erbauen. Und dies, meine Damen und Herren, ist unsere Antwort zur Debatte um den Standort Deutschland. Und auch mein Dank gilt all jenen, die am Erfolg dieses Projektes mitgewirkt haben, den Architekten, Ingenieuren und den vielen, vielen Bauarbeitern. Und er gilt den Berlinern, die mit großem Interesse das Wachsen unseres Viertels begleitet haben. Meine Damen und Herren, bei Einweihungen steht man immer in der Gefahr, Gästen die Betrachtung des Neugeschaffenen vorwegzunehmen. Wir wollen mit dieser Übung brechen. Die Erfahrung mit diesem Viertel und seiner Architektur dürfen Sie selbst machen. Denn Sie sind es, die Bürgerinnen und Bürger von Berlin, denen dieser Platz gehört. Und wir laden Sie zu einem gemeinsamen Rundgang ein. Ich glaube, wir werden Sie überzeugen, wie schön die neue, alte Mitte Berlins geworden ist. Heute beginnt das Herz unserer Hauptstadt wieder zu schlagen. Es waren die Menschen dieser Stadt, die dies mit ihrem Freiheitswillen möglich gemacht haben. Und vor dem Tag der deutschen Einheit werden wir daran erinnert, wem die Zukunft gehört. Nicht den Verzagten, sondern denjenigen, die den Mut haben, Neues zu wagen. Viele, vor allem auch im Osten, sind persönliche Risiken eingegangen. Aber das Ziel war klar und genauso die Bereitschaft, alte Fesseln abzustreifen und für eine große neue Aufgabe gemeinsam anzupacken. An diesen Aufbruch knüpfen wir heute an. Unser Land hat die Menschen, das Wissen und die Voraussetzungen, um die Zukunft zu gewinnen. Und auch dafür, meine Damen und Herren, steht das Projekt Potsdamer Platz. Vielen Dank. Jürgen Schremp, der Vorsitzende des Vorstandes der Daimler-Benz AG. Der Architekt Renzo Piano hat gesagt, nur die Hälfte der Stadt besteht aus Steinen und Ziegeln. Die andere Hälfte sind die Menschen und die sollen nun kommen. Heute ab 14 Uhr steht der neue alte Potsdamer Platz den Berlinern offen, und zwar bis Mitternacht. Und jetzt wird eine Originalzeichnung von Renzo Piano überreicht. Die erste Skizze für diesen Masterplan. Das ist klar. Eberhard Diepgen wird sie bekommen aus der Hand von Jürgen Schremm und Manfred Genz. Das also die ersten Federstriche des Genuesers Renzo Piano, mittlerweile 61 Jahre alt. Wir müssen das in die Richtung und machen. Auf dem Marlene-Dietrich-Platz viele, viele Gäste, mit denen jetzt mein Kollege Thomas Klein sprechen wird. Thomas. Ja, danke, Uli Zelle. Bei uns ist Volker Hassemer, heute Chef von Partner für Berlin. Aber damals, in der wichtigsten Zeit, als der Potsdamer Platz geplant wurde, waren Sie Stadtentwicklungssenator. Ist es denn heute so geworden, wie Sie sich das damals bei den Planungen ausgedacht haben? Zu 95% ja. Also die eigentlichen Dinge, die wir wollten, die Mischung von Nutzungen, nicht nur Büro, auch Wohnen, auch Unterhaltung, auch Film, auch Musical, auch Platz und Straßen, das alles war unser Ziel und das ist alles geworden. 5% nicht, aber wir haben
in dem, was wir wollten, sehr viel erreicht. Wo sind denn die 5% geblieben? Also wir haben uns gedacht auch, dass wir zum Beispiel überall freie Straßen haben, dass wir noch stärker unter Umständen auch das Wohnen hier haben könnten. Wir hoffen, dass wir in der Qualität auch der Läden optimal werden. Aber das sind für die 5%. Die 95 ist das, was nun wirklich geworden ist, was die Straße, die wir hier enden sehen, die wir auch unter Denkmalschutz gestellt haben, die Bäume, die Sie hier sehen, sind die alten der Potsdamer Straße. Dieser wunderbare große Platz mit dem besten Namen, den es geben kann, hier nämlich Marlene Dietrich Platz. Dann ist Musical House. Sie sehen, dass da der Eingang auch zu einer Open-Air-Veranstaltung hält. Und dass wir eine großstädtische Situation haben. Also waren denn die Verhandlungen schwierig? Stellenweise stand es vielleicht sogar damals auf der Kippe? Ja, es war durchaus schwierig, weil der Investor natürlich zunächst mal und die Investoren mit ihren eigenen Plänen kamen und wir die Strategie der Stadt dagegen hielten. Und es war manchmal auch durchaus auf der Kippe, das ist wirklich nicht zu bestreiten. Aber es war deswegen sehr konstruktiv, weil unterschiedliche Kräfte sehr engagiert und sehr entschieden miteinander gerungen haben. Und ich bin froh, dass jetzt auch die Investoren so froh sind über das, was schließlich in erster Linie die Konzeption der Stadt gewesen ist und nicht unbedingt das, was die Investoren hatten, als sie hier ankamen. Danke, Volker Hassemer. Bei uns ist auch Peter Kurt, der gleich in ein paar Minuten die Spielbank eröffnen wird. Warum das, Herr Kurt? Hier vorne, in dem Gebäude vorne, wird die Spielbank um 14 Uhr eröffnet. Sie ist umgezogen aus dem alten Standort und finde, sie hat einen glänzenden neuen Standort gewählt. Also Sie eröffnen die natürlich auch, weil der Fiskus dabei ordentlich mitverdient. Der Fiskus ist in der Tat an den Einnahmen aus der Spielbank in einem besonderen Umfang beteiligt. Ja. Zu 90% heißt es. Etwas mehr. Sogar noch etwas mehr. Das ist ein wichtiges Grundstücksgeschäft, eine wichtige Investition hier, 4 Milliarden Mark auf dem Potsdamer Platz. Wäre denn heute so etwas noch möglich? Ich denke schon, ja. Es war damals die Überlegung im Senat, dass wir den Potsdamer Platz mit potenten Investoren bevölkern wollten, hier wichtige Ansiedlungsvorhaben für Berlin realisieren wollten. Dazu waren die entsprechenden Kaufverträge über die Grundstücke erforderlich. Das Abgeordnetenhaus hat diesen Verträgen zugestimmt und ich denke, zu einer solchen Leistung, einer solchen Kraftanstrengung wäre der Senat auch heute noch fähig. Danke, Peter Kurt, Staatssekretär in der Finanzverwaltung, und ich gebe weiter an Uli Zelle. Ja, und es geht weiter hier mit dem Programm. Und zwar, das sind die sogenannten Hanging Pictures. 22 Motive aus der wechselvollen Geschichte des Potsdamer Platzes. Sie hingen ja in den vergangenen Tagen an den Fassaden dieser neuen Stadt und werden jetzt von 170 Gebäudeklätterern herabgelassen. Hier zum Beispiel gerade das alte Motiv des Potsdamer Platzes mit der Uhr und der ersten Verkehrsampel. 25 Straßenbahnlinien kreuzten sich vor dem Krieg am Potsdamer Platz. Er war der verkehrsreichste Platz der Stadt mit dem Haus Vaterland an der Ecke. Ein Kempinski-Betrieb, wie man sieht, mit mehreren Cafés und Restaurants, dem türkischen Café, einem Kino und. Dieses wird gerade vor dem neuen Nobelhotel Hyatt herabgelassen, dieses Hanging Picture. 600 Kilo schwer übrigens sind diese Fotos. Die meisten um die 1000 Quadratmeter. Dieses Gebäude hier, wo das IMAX drin ist, das 360-Grad-Kino, ist auch ein bisschen dem Haus Vaterland nachempfunden in der Rundung. Und jetzt sieht man ganz schön, dass die Mehrzahl der 19 neuen Gebäude tatsächlich italienisch wirken durch die Verwendung von Terrakotta, diesem warmen Material. Alles extra Anfertigung, keine Massenware, wie der Architekt besonders betont hat. Und auch das Goldene M gehört zum Potsdamer Platz, denn dieses Stadtquartier soll kein Schickimicki-Quartier werden. Es soll ein Branchenmix sein, etwas für alle. Alle Berliner sollen hierher kommen, also auch von dem Angebot
von den Preisen her gemischt. Es gibt hier auch einen Aldi. Also nicht nur Edelgeschäfte. Ja, und das sind die Tölzer Knaben, der Tölzer Knabenchor. Kann man es nicht so richtig verstehen, aber sie singen: Vorbeiziehen die trüben Wetter, es lacht aufs Neue der Sonne Glanz, und ob verwehen die welken Blätter, die frischen schließen sich zum Kranz. Diese Hubschrauberaufnahmen live und aktuell vom Potsdamer Platz. Die ganze Zeit über kreist ein Hubschrauber über dem Areal, und das sind die vier Solisten des Tölzer Knabenchores, unterstützt natürlich vom Orchester der Komischen Oper. Ja, sie singen die vorhin schon erwähnte neue Komposition, das Lied für den Potsdamer Platz, von Eberhard Schöner, dem Dirigenten, komponiert. Wir sind das Volk. Diese Zeile konnte man ja deutlich verstehen. Der Marlene-Dietrich-Platz, einer der neu entstandenen Plätze in diesem Areal. Es folgt jetzt die Uraufführung des Potsdamer Platzliedes Herz von Berlin. Es wurde extra für diesen Festakt von Eberhard Schöner komponiert. Es wird gespielt vom Orchester der Komischen Oper Berlin, von Solisten des Tölzer Knabenchors und den Prinzen. Also ganz offensichtlich ist das jetzt erst die Premiere des Potsdamer Platz-Liedes. Vielleicht war das davor die extra komponierte Ouvertüre. Wie gesagt, der Marlene-Dietrich-Platz, ebenso neu entstanden wie die Eichendorf-Gasse, der Fontane-Platz oder die Brüder-Grimm-Gasse. Mythos von Berlin. Von morgen, Mythos einer Stadt. Herz von Berlin.
Stadt, Großstadtmelodie. Wie wird es sein? Großstadt, Stadt, Land. Sagt uns, was ist der Ort von heute? Ein Platz erwacht, ein Fest der Freude, Steine und Straßen, wo keine Grenzen mehr sind. So, zur feierlichen Eröffnung des neuen Stadtquartiers auch die feierliche Premiere eines Liedes über den Potsdamer Platz, vorgetragen von vier Solisten des Tölzer Knabenchors und der Prinzen, die ja auch einmal Chorknaben waren. Im Anschluss daran wird jetzt der Bundespräsident, Herr Roman Herzog, durch die neue Stadt gehen, vom Marlene-Dietrich-Platz aus zum Fontane-Platz. Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Roman Herzog, wird jetzt an der alten Potsdamer Straße das Band durchschneiden und mit dem anschließenden Rundgang den Potsdamer Platz offiziell eröffnen. Vom Marlene-Dietrich-Platz schließt sich direkt die alte Potsdamer Straße an, die durchtrennt ist in ihrer historischen Führung durch die neue Staatsbibliothek, aber hier noch dann weiterläuft bis hin zum Leipziger Platz. Übrigens die einzige Straße, in der es noch alte Bäume gibt. Es sind hier 20 alte Bäume erhalten geblieben, die seit 50 Jahren hier stehen. Die alte Potsdamer Straße ist auch die breiteste Straße in diesem ganzen Areal. Roman Herzog, begleitet von Jürgen Schremp und von dem regierenden Bürgermeister, auf seinem Rundgang durch das Ensemble von 19 neuen Gebäuden und 10 neuen Straßen. Dort hinten erhebt sich das Sony-Gebäude, der Sony-Komplex, noch nicht fertig. Da werden wir noch etwas warten müssen bis zur feierlichen Einweihung. Aber das geht jetzt ja sukzessive, dass dieses Stadtquartier weiter wächst. Und jetzt also der offizielle Akt. Ohne viel Worte oder nein, man wartet noch, bis der protokollarische Startschuss gegeben wird dafür.
Der Potsdamer Platz war 50 Jahre lang eine inhumane Lücke in dieser großen Stadt. Heute ist er wieder geschlossen. Ich wünsche ihm, dass er von den Berlinern und von den Deutschen und von den Gästen aus allen Ländern angenommen wird. Denn Städte sind nur zu einem Drittel Bauwerke. Zu zwei Dritteln bestehen sie aus Menschen. So, und damit ist der Potsdamer Platz eröffnet, wieder eröffnet. Und ab heute 14 Uhr dürfen dann alle kommen und sich die neue Stadt anschauen. So, und während jetzt der Bundespräsident in Begleitung den Rundgang macht, gebe ich jetzt nochmal zu meinem Kollegen Thomas Klein, der sicherlich Gesprächspartner an seiner Seite hat. Ja, Uli Zelle, bei mir ist ein Mann, Hans-Rudolf Wörl heißt er. Wörl, das ist ein Name, der in Berlin noch nicht so bekannt ist, in Bayern dafür mehr. Dort besitzen sie nämlich mehrere Bekleidungsgeschäfte. Und jetzt haben sie ein Geschäft hier eröffnet am Potsdamer Platz. Warum? Warum? Gucken Sie sich das an. Darf man hier fehlen? Ich meine, jemand, der ein bisschen Gefühl hat für unser Land, für die Menschen, der muss nach Berlin. Ich bin überzeugt, dass in Berlin der Mittelpunkt Europas sein wird. Und da darf ein Unternehmen eigentlich nicht fehlen. Eine Investition am Potsdamer Platz, ist es für Sie auch ein Stück Wagnis oder sind Sie so guter Dinge, dass es hier bestimmt ein gutes Geschäft auch wird in Zukunft? Ich glaube, dass jedes Geschäft ein Wagnis ist. Aber wenn man keine Wagnisse eingeht, kann man auch keinen Erfolg haben. Und ich glaube, wer ein bisschen die längere Perspektive sieht, der ist ziemlich vom Erfolg hier überzeugt. Also wir sind sehr optimistisch, wir freuen uns auf Berlin und wir freuen uns hier auf unser neuestes Kind, das wir hier haben. Sie sind auch in anderen deutschen Städten vertreten. Was unterscheidet denn diesen Standort im Einzelnen von den anderen, die Sie dort angeboten bekommen haben? Nun, wir gehen gerne in die Innenstädte und versuchen eigentlich der Retortenstruktur aus dem Wege zu gehen. Nun ist hier die City, aber es ist eine Retortenstadt. Und es ist natürlich sehr spannend, einmal festzustellen, ob es hier gelingt, diesen Spagat einer alten Stadtstruktur wieder aufzunehmen in der Kombination mit einem ganz neuen Gebäude. Und wenn man sich hier anschaut, wenn man die Begeisterung der Menschen sieht, dann ist es, glaube ich, gut geglückt. Und ich sehe hier wirklich einen Trend, der vielleicht in ganz Deutschland Schule machen wird. Vielen Dank, Herr Wörl. Und dann wieder zurück zu Uli Zelle. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, vor wenigen Minuten kann man fast sagen und wahrscheinlich noch hinter den Kulissen zur Stunde noch, wird gearbeitet, wird dieser Potsdamer Platz auf Hochglanz gebracht. Es war ein Gewusel, eine quirlige, eine hektische Atmosphäre. Hier wurde auf der einen Seite noch Asphalt gegossen, auf der anderen Seite wurden schon die Regale in den Geschäften eingeräumt. Es gibt ja die Arkaden im Mittelpunkt. Hier sieht man einen Eingang, also eine Geschäftsstraße, 110 Meter lang mit 120 Geschäften. Wie gesagt, ein Branchenmix, alles, was man so für den alltäglichen Bedarf auch brauchen kann, kann man hier finden. Das geht vom Hamburger Restaurant bis hin zur Edelparfümerie, Geschäfte der Bekleidungsindustrie, Edelmarken bis hin zu Aldi. Also alles findet sich hier unter dem gläsernen Dach der Potsdamer Platz Arkaden. Im Hintergrund sehen Sie gerade das Cinemax, das 3500 Plätze Kino mit 19 Kinosälen. Hier der Eingang der Arkaden. Auf drei Ebenen sind die ganzen Geschäfte. Und hier können Sie sich, liebe Zuschauer, dann, wie gesagt, ab 14 Uhr tummeln. Die Geschäfte werden, und das ist sensationell, bis Mitternacht aufhaben. Sie können bis Mitternacht hier einkaufen und das nicht nur heute, sondern auch morgen am Sonnabend und am Sonntag ab 9 Uhr bis 24 Uhr lädt der neue alte Potsdamer Platz ein mit seinen Geschäften, mit seinen Restaurants, mit seinen Cafés. Also zumindest wird Leben prall garantiert sein in dieser Eröffnungsphase. Wir werden sehen, wie sich diese Stadt, die ja tatsächlich am Reißbrett entstanden ist, ein bisschen aus der Retorte, wie sie angenommen wird. Ja, das war's live hier von der feierlichen Eröffnung. Wir berichten natürlich noch auf B1
im Abendschau Express ab 18 Uhr, in der Abendschau um 19.25 Uhr und in einer Sondersendung um 21.30 Uhr. Dann mit einem Riesenprogramm, mit Riesenfeuerwerk. Also bis dahin, wir geben jetzt von hier zum Studio.